Ich werfe meine Eier natürlich immer durch die Gegend. Ja, vielleicht kommt ja was raus. Oh Mann. 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 Netherkiste. Oh Mann. Oh Mann. Hätte ich von dir am wenigsten erwartet. Mann. So, oh nee, wenn ich jetzt hier Mobdrop voll mache, dann habe ich ja bald keinen Platz mehr für die Sättel. Na gut, das ist ein Special, das kommt auch zur Ausrüstung. Zack, Ausrüstung ist auch eine Angel. Redstone kommt hier unten rein. So, wir mal Inventory Tweaks nochmal durchhuschen dann irgendwann. Das Buch ist ein Item, das kann hier mit rein. Ach, die Blume habe ich noch vergessen. Soll ich dir eine Blume schenken? Unbedingt. Nicht. Doch, bitte, ich will unbedingt eine Blume haben. Ja, okay, dann kannst du dir gleich einen aus dem Lager holen. Yay! Voll herzlich, hol dir einen aus dem Lager! Was hat man ja, das Lager denn sonst? Wenn man was geschenkt haben will, muss man ja auch was dafür tun, oder? Ja, echt, ey. Also immer die faulen Schweine. Hier. Kohlekiste. Die Schneebälle hebe ich mir für später auf, die werfe ich dir einfach mal am Kopf. So, wenn ich hier die ganze Zeit hin und her renne, sollte ich auch vielleicht was essen, sonst falle ich hier gleich vom Stuhl. Vom Stuhl? Wie? Vergisst man schnell, ne? Ja. Mal sich kurz noch was rein zu pfeifen. Passiert mir auch ständig. Das stimmt. Wir müssen ja jetzt auch noch gleich noch so ein kleines Special aufnehmen. Hast du dir da schon was einfallen lassen? Ich dachte, das lässt du dir einfallen. Stimmt. Sagte sogar noch zu mir, ja, lass ich mir noch was einfallen. Jetzt bin ich wieder schuld, ja, ja. Ich wollte dich testen. Oh, dann ist wieder Nein, Cat. Es ist Nein, Cat. So. Jetzt sind wie fertig. Jetzt sind die Kisten noch leer und dann packe ich mal oben mein Gedöns rein, was ich nicht brauche. So mache ich das. Gut. Habe ich noch was aus Holz? Nein. Glowstone ist schon okay. Kürbisse, wo kommen die denn? Auch zu Pflanzengedöns. Für unser Special werden wir dann nachher was anderes machen. Also gleich. So, ich bin ja gleich da. Wo kommt denn das hin? Da. Zack, ich bin echt gespannt. Du kannst mir noch ein bisschen Cleanstone mitbringen? Die muss ich gleich brennen. Obwohl, wir haben noch ein bisschen was. Wie viel brauchst du? 20 Stück, reicht das? Max, ja, klar, locker. Gut, Moment. Noch den Rest sortieren, den ich dabei habe, dann bin ich auch soweit. Steak kann da rein. Das Weizen ist Pflanzenscheiße. Wo haben wir Pflanzenscheiße? Pflanzenscheiße! Ach, da ist Pflanzenscheiße, so. Schwarzpulver ist auf jeden Fall auch was zu essen. Das schmeckt bestimmt sehr gut. Garantiert, ja, bin mir sicher. So, jetzt habe ich die Kisten einsortiert. Ist auch nahrhaft. Äußerst nahrhaft. Oh, ich habe eine Schere. Ich habe eine Schere? Seit wann habe ich eine Schere im Haus? Was? Ab in die Equipment-Kiste. So. Oh. Boah, was ich heute alles schon wieder sortiert hier habe. Aber wie gut, ich bin froh, dass ich noch nicht so ein provisorisches Lager, was richtig übertrieben voll war. Das hätte ich jetzt echt die Krise bekommen, glaube ich. Haben wir nicht mal mehr Eisen? Naja. Ja, wir haben aber diesmal diese Folge ja ein bisschen was verbraucht. Das stimmt. Gut, dann komme ich jetzt zu dir und dann kommen wir nochmal zu mir, weil ich baue noch ganz kurz eine Tür. Ich brauche eine Basteln hier. Die sollte da schon rein, das sieht so ein... Ja, super. Doch, wir haben noch Holz. 6 Stück. So. Ich brauche noch Fackeln. Fackeln kann ich mitbringen, ich habe noch welche. Das wäre super. 2 Stück brauche ich noch. Ja, lässt sich bestimmt einrichten. So, aber nicht das auch alles synchron. Ich glaube, ich schneide das dann immer so einzeln, weil sonst habe ich hier nachher so Synchronisationsfehler. So. Oh. Das sieht nice wir sind aus. Schon eine ganze Weile hier dran, ne? Wie lange nehmen wir schon auf? Boah, ich weiß nicht, ich habe ja schon mehrmals unterbrechen müssen. Also, es könnte schon an die 2 Stunden sein mittlerweile. Boah, du Heiliger, ich muss heute noch was anderes aufnehmen. Ja. Okay, ich komme jetzt mal zu dir rüber, damit wir das mal schnell beenden können. Ja, hier rüber. Ich porte mich jetzt nicht. Ich laufe jetzt extra nochmal, damit wir schön was zu sehen haben, wie man auch hier. Nee, warte, du kannst dich. Moment. Jetzt kannst du dich zu mir porten. Na, ich laufe. Ich bin ja schon fast da. Ich bin schon dabei. Ist auch okay. Da ist schon wieder ein Hund. Mann! Hunde! Also, hier ist alles voll mit den Viechern. Ich glaube, dieser Wald ist verhunzt. Verhunzt! Verhunzt! So. Dann darf ich aber erstmal wieder nicht aufnehmen. Jetzt habe ich wieder so viele Folgen. Muss ich extra länger machen. Sonst habe ich hierbei Probleme. So. Oh, Alter, wie viele Hunde sind hier? What the... Oh, da ist die Hütte. Oh.
Was sehe ich denn da? Eine geheime Hütte. Eine geheime, äußerst geheim, kaum von Fackeln beleuchtet. Ja, ich bin jetzt irgendwie von hinten. Jetzt sieht irgendwie aus wie so ein Wikinger-Schiff von oben. Und jetzt komme ich rein. Wo ist er denn? Hä? Ich renne hier gerade draußen irgendwo. Moment, ich bin. Okay, hier geht's. Da. Hier geht's. Ah, hier geht in das Bettzimmer und hier fehlt irgendwie noch. Ah, ich hab den Clean Zone vergessen. Verdammt. Ja, renn du schon mal zurück und ich schau mir das mal an in der Zeit. Vielleicht schaffst du es ja schnell genug. Clean Zone ist unten in der Kiste, wenn du gleich runter gehst. Rechts rein. Flash Warp House. Rechts so. Rein. Und dann okay. Die zweite Kiste von unten müsste das sein. Ja. Okay, okay, okay. Das Feuer? Hast du Feuerzeug? Oder brennt das immer noch ab dann? Ich glaube, das brennt immer noch ab. Dann liegt es vermutlich an den Baumstämmen. Ja. Ja, aber ich will die nicht wegmachen. Okay, ein Embel hat er jetzt hier auf den Tisch gestellt. Ja, ist auch ganz cool. Obwohl der Leuch besser sein würde, wenn man den auf den Boden packen würde, weißt du? Ich probiere das mal aus, wie das aussehen würde. Oh, der fällt ja von alleine runter. Ach du Scheiße. Bitte? Der Embel fällt sogar runter. Wenn du den auf den Boden packst, also auf den Himmel packst, dann fliegt der runter. Bam. Crazy. Schon wieder da? Ach, du hast dich geportet, okay. Zack. Pack mal hier irgendwie so, hier so die zwei... Nein, falsch. Nein, ist richtig. Zack. Und dann da oben hinten muss einer rein, so ein Cleanstone. Also. Genau, und jetzt... Jetzt ist es aber asymmetrisch. Ja, dann... Ach, ja, dann... Dann lass mal einfach einen Platz da frei und dann hauen wir noch einen Kessel dahin. Warte. Ich porte mich ganz kurz und komme gleich wieder. Warte, warp ja. Aus. Mach kurz einen Kessel. Kessel mit Wasser, zum das Ding dann abschrecken. Genau. Das wäre dann sogar realistisch. Aber jetzt muss ich ganz kurz noch einmal basteln. Warte, ich renne kurz runter. Äpfel essen nebenbei. Hast du eigentlich alles sofort gefunden, oder? Ja, war kein Problem. Er kennt sich auch schon aus, der gute Mann. Ja, das ist der Minecraft-Instinkt. Das sehe ich alles auf den ersten Blick. Lügner. Ja, stimmt. Bisschen vielleicht. So, also ich habe schon wieder so viel Eisen jetzt verbraten. Was man jetzt natürlich machen könnte, wäre da noch irgendwo Fenster reinpacken. Da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Wie baut man nochmal einen Kessel? Ach doch, ich weiß aus schon. Eisen, glaube ich. Ich weiß schon. Ich habe irgendwann aus Versehen eine Lore fast gebaut. Da habe ich doch gemerkt, dass der Kessel anders wird. So, jetzt porte ich mich zu Gitsmik. TP geht's Sneak. So, jetzt bin ich da. Gut, dann packen wir eine Sekunde. So, ich muss ganz kurz Wasser holen. Also mach ruhig, ja. Ja. Bitte? Ich hole nur noch Wasser. Moment, ich bin ja schon am... Okay. Hast du dir mal ein schönes Plätzchen ausgesucht, ne? Ja, direkt schön beim Wasser und so. Trotzdem noch ein bisschen im Wald. Ich habe da auch fast eine Stunde gesucht. Ja. Ja, na gut, ich bin eigentlich eher zufällig hergekommen, aber... Da lügt er auch noch. Aber ohne rot zu werden. Ja. So, jetzt haben wir hier nochmal noch einen Wassereimer. Einfach nur aus Prinzip, damit ich einen mit Wasser zu Hause habe, um mich zu waschen. Nee, ich wasche mich ja eh nie. Ist ja Minecraft. Ach, waschen. Ja echt, ey. Minecraft wäscht man sich. Der wäscht sich schon. Das ist Minecraft, da wäscht man sich nie. Und dann ist ja Nein, Cat. Das muss ich noch kurz einen Screenshot von deiner Bude machen. Wir müssen noch 10 Minuten irgendwie rumkriegen, sonst wäre es ein bisschen komisch. Und wie schaffen wir das schon? Wenn nicht, dann schneide ich einfach. So, jetzt gucke ich mir das nochmal genau an. Ja, jetzt sieht's cool aus. Könnte ich ja theoretisch mal meine... Kann man, glaube ich, stehen lassen. ...meine Spitzhacke, ja gut. Ich nenne die jetzt einfach mal um. Wie nennen wir die jetzt mal? Spitzi. Ja, super. Das kostet 9 Level und ich habe keine 9 Level. Mann. Was, das Ding umzubenennen, kostet 9 Level? Ja. Boah, krass. So, dann soll ich mal sagen, gehen wir jetzt mal zu mir. Aber ganz geballt und langsam. Okay. Welche Richtung da, wo die Nine Cat ist, müssen wir, glaube ich, hin. Ja. Genau, in diese Höhle bin ich vorhin reingefallen. Was ist denn hier eine Höhle? Hier. Höhle? Ah. Aber hier ist keine Höhle, es ist nur so eine angedeutete Höhle. So ein Pseudo-Ding. Hallo Hund. Hallo. So muss das sein. So, jetzt geht's weiter. Piu, Laser Guns. Paintball Guns. Boah, ich hab die nie wirklich zum Einsatz genommen. Nur einmal, wo ich gegen eine Wand geschossen habe. Das ist so schade.
Ja, wir können ja nochmal ein One vs. One im Paintball machen. Ja, das kommt als Special irgendwann. So 5000 Abo-Special. So. Genau. Also mein 5000 Abo-Special. Ja, genau. Komm mal hier runter. Ich wollte dir die Perspektive von unten nochmal zeigen. Sieht eigentlich ganz nett aus, ne? Ja, sieht schon cool aus, ja. Man denkt so, es sieht aus wie so eine Luxusvilla da drin, oder? Eher wie ein Verlies. Mit cooler Beleuchtung und cooler Einrichtung so ein bisschen, ne? Ja, da ist quasi der Zauberer vom bösen Hausherren wurde der Zauberer da weggesperrt und muss jetzt da sein Alchemistenlabor betreiben. Genau, da ein Labor bei euch dort auch noch hin. Gute Sache. So, Türe zu. Und gehen wir mal runter. Kurz noch was snacken für zwischendurch hier gerade. Ja, so. Mit Sicherheit. Kann man eigentlich auf. Hab ich noch Treppen? Warte mal, ich brauch noch mal ganz kurz vier Treppen. Treppen habe ich hier. Ich hab schon welche, Muss man auf. So. Kann man auf die eigentlich. Kannst du noch mal kurz zur Holzkiste gehen und eine Druckplatte mitbringen? Oder zwei? Wenn du es verkehrt rum hin tust, kannst du auf jeden Fall. Was? Fackeln draufsetzen. Kann man da auch die Schämpfen. Ich glaube, man kann auch die Tables draufstellen, das ist okay. Wo bist du denn? Hier. Hast du die zwei Druckplatten? Ja, aber wo bist du? Ich bin hier beim Eingang. Ja, jetzt sehe ich dich auch. Okay. Ich sehe dich gar nicht. Wo bist du denn? Ach, da. Ah. Hier vorne einmal und hier hinter auch nochmal. Hier? Yep. Und hier, hier auch. Ja, guck dir mal die geile Bude an. Wir können auch mal ein bisschen dunkel machen für mystische Atmosphäre. Dafür ist draußen zu hell. Eine Sekunde. Ja, mach mal dunkel. Immer noch zu hell. So. Jetzt ist es dunkel. Wow, dann solltest du fast noch die Fackeln wegmachen. Ja, ich habe Angst, dass dann hier irgendwas spawnt. Weißt du, so wäre es ein bisschen dunkler, ne? Ja, wenn das Redstone drin ist, dann kann ja auch nicht spawnen. Bist du sicher? Ah, ja, stimmt. Ist schon noch ein bisschen düster. Deswegen, mit den Fackeln, wir könnten vielleicht... so... Nee, warte mal. Jetzt mache ich das anders. Zack, komme ich da oben. Hast du zufällig noch irgendeinen Block? Ich habe viele Blöcke. Ja, dann mach das mal so. Dass da oben jetzt, hier oben an der Kante, dass ich dann dahinter so, dass ich hier so einen Block platzieren könnte. So, dass das dann die Fackel da drinnen stehen würde. Mit? Weiß ich nicht. Irgendwie. So, dass halt ich da oben, dass ich da rankomme, um den Block in die Mitte hier zu platzieren, nach innen. Ich habe keine Ahnung, was du gerade meinst. Warte, ich zeig's dir. Nein, falsch. Du sollst hier oben einen Block platzieren. Ah, okay. Das ist auf beiden Seiten halt. Genau. Jetzt kommt wieder rein. So meine ich das. Ah. Das wäre auf der anderen Seite halt auch nochmal ganz cool. Ah. Sekunde. Warte, ich mach schon weg. Ja, mit seiner Lymphen-Eisenspitzhacke rum. Hantiert? Hast du den einen? Sei froh, dass ich es nicht mit der Chuck Norris Faust gemacht habe. Dann wäre der Stein 10 Meter durch den Wind geflogen. Ja, nämlich. Einen Cobblestone brauche ich noch, den habe ich nicht. Das ist wie wenn ich mit TNT irgendwo dagegen hau. So, jetzt ist es besser, glaube ich, ne? Ja, sieht gut aus, das gefällt mir. Ja, so, wenn du irgendwas zum Schänden hast, dann würde ich das jetzt noch tun. Wenn ich was hab? Hast du irgendwie Level? Weil ja. Ja, dann hau die drauf deine Spitzhacke, dann kommt die Spitzhacke in meine Kiste und ich werde die vermutlich nicht verwenden. Ja, zack, und dann, ja, aber okay, jetzt habe ich Efficiency One. Ja, hervorragend. So, dann würde ich mal sagen, sortierst du deinen Kram nochmal schnell aus, dann haben wir noch ein bisschen Zeit verloren und dann mach mal. Also, alles klar, wo kommt denn hier jetzt hin? Ich kann dir sagen, wo was hinkommt, was brauchst du denn? Kobbel, das war hier, ne? Nee, Quatsch, hier, da. Hier. Nee, da. Hier unten, genau. So, Stack 1, Stack 2, dann brauche ich Erde. Erde ist, hier. Nee. Hä? Da unten. Nein, wo ist Erde? Wo ist denn jetzt? Warte mal. Hier hinten war das, glaube ich. Wo ist Erde hin? Was? Ja, weiß ich nicht. Erde? Ich habe doch Erde gehabt. Ach ja, Essen kann ich dann auch gleich wegpacken. Ja. Wo ist die Erde hin? Ach, die ist hier hinten. Wo hinten? Hier, über der Cobblestone-Kiste. Weil ich davon noch nicht ausgehe, dass ich die übertrieben. Nein. Genau da. Ah, gefunden. So, zack. Zack, dann Holz. Düb. Mist, das kommt da. Doch, das kommt da auch rein. Ich sortiere mal. Das kann da reinkommen. Ja, das ist Sonderholz. Das normale kommt hier unten rein. Und die Bricks, die du hast, die kannst du auch in die Cobblestone-Kiste packen und den normalen Stone. Ah ja, mache ich.
Weil die habe ich auch noch nicht so übertrieben viel, ehrlich gesagt. So, was ist noch verbleibend? Werkzeug. Also Rüstung kannst du behalten. Hier, da genau. So, dann Obwohl, leg die Rüstung auch mal rein, weil ich weiß nicht, ob das dann verloren geht nächstes Mal, wenn ich dann die Welt nächstes Mal wieder zum Server mache, weißt du? Ja, wer weiß. Ja, die gute Rüstung. Dann ja. Clay habe ich auch noch. Clay, ja, pack das mal hier oben in die Kiste rein, die gerade offen ist bei mir. Sekunde. Da, wo die Mobdrops und so ein Scheiß drin ist. Hm? Genau die. Ah, ich muss nochmal zur Holzkiste. Fackeln habe ich noch zwei. Die können die Ausrüstungskiste. So, Sekunde. Naja, pack sie da rein, ne? Mach ruhig. Dann noch ein Feuerzeug und Sand. Ja, Feuerzeug, Ausrüstungskiste und Sand in die Sandkiste. Die ist gleich die erste in dem Flur. Links. Erste in dem Flur. Genau. Boop. Wo denn? Hier. Nee, hier ist der Flur. Das ist der Eingang. Ach so, okay. Alles klar, perfekt. Dann ist mein Inventory leer. Gut, dann haben wir noch, drei Minuten. Dann würde ich sagen, danke, dass du hier warst und wir gucken nochmal. Sehr gerne, hat mich gefreut. Vom Balkon. Gefreut, dass du mich eingeladen hast, ja, auf jeden Fall. Ja, klar, komm. Komm, wir gehen mal auf den Balkon und steigen mal auf den Baum und von da aus steigen wir aufs Dach und gucken uns nochmal um, was wir so alles geleistet haben. An diesen zwei glorreichen Tagen. Toll, jetzt habe ich natürlich keinen Block dabei, warte mal. Kommst du hinterher? Ja. Ah, Feierabend, wie das duftet. So, und jetzt ab aufs Dach. Hui! Das ist ein schönes Dach eigentlich, ne? Ja, ah, der Baum decayt unter mir. Das ist ein schönes Dach, ne? Ja, wunderschön. Ja, habe ich schön gebaut. Wollte ich nur mal anmerken. So, die Schmiede sehe ich nicht. Die ist zu weit weg. Oh, da war das in einem Sumpfbiom. Wenn wir Glück haben und ich da noch nicht gewesen bin, ich glaube, ich war da aber schon, ist da jetzt ein Hexenhaus. Aber nein, ich gucke jetzt nicht mehr, ob da eine Hexe ist. Oh, was mal, denn für eine Hexe? Es gibt ja jetzt Hexen und Fledermäuse noch dazu. Was? Ja. Egal, 360 jumping down the house. Yeah. Ist du runtergejumpt? Ja, aber mit dem 360. Scheiße. Aber warte, ich bug mich jetzt nicht. Ich kann mich jetzt hier nicht mehr durchbuggen. Die haben das geändert. Was? Ich komm mich hier noch... Was? Oh mein Gott. Nein! Nein, die dürfen das nicht! So, warte, dann komme ich jetzt hier auch nochmal runter. Zack! Ist auf jeden Fall mit cool. Mit dem 360? Nee, ohne. Da hinten habe ich ein Schneebiom, da habe ich ein Sumpfbiom, hier habe ich ein normales Biom. Und wenn ich diesen Wald lang hochkomme, komme ich zum Sumpf. Das ist eigentlich eine coole Ecke hier, die ich mir ausgewählt habe, ne? Ja. Schon sagen. Ja, gut, jetzt haben wir noch 20 Sekunden. Hui! Ja, und und ich schreibe nebenher. Nee, Quatsch, so, jetzt konzentriere ich mich deine mal. Deine abschließenden dann, Worte, du bist voll. Kommentieren wir das hier vorhin professionell jetzt, zu Ende. Du bist jetzt mitten in der RTL-Kamera, die schwenkt dir jetzt gerade so hinterher. Jetzt, letzten Sekunden, du kannst jetzt dein letztes Wort sagen und dann beende ich diese Aufnahme. Ja, mein. Nur ein Wort oder gleich mehrere? Mehrere, und da verschwindet er gerade. Er geht über alle Berge, geht's nicht, geht's. Ja, ich verschwinde, ich habe keinen Bock mehr, und das war's soweit Scheiß. Von mir, ich sterb jetzt, keine Lust mehr, oh. Das war's soweit von mir, vielen Dank fürs Zuschauen. Und schaut auf jeden vielen Fall bei Gitznik vorbei und tschüss.